Banken sind bekanntlich Institutionen, die an diejenigen gerne Kredite vergeben, die sie nicht wirklich brauchen. Und diejenigen, die wirklich Kredite brauchen, kriegen keine Kredite von den Banken. Und wenn Sie jetzt mal mit Bankern sprechen, gerade aus dem Bereich Kreditvergabe, dann sagen die, Cash is King. Das gilt für Firmen wie auch für Konsumenten, etwa für Firmen im Immobiliensektor, Projektentwickler. Wer da nicht wirklich viel Eigenkapital hat, der hat keine Chance, der kriegt auch kein frisches Geld. Zumal eben diejenigen schon deshalb im Vorteil sind, die viel Cash und Eigenkapital haben, weil sie nicht gezwungen sind, dadurch Kredite aufzunehmen, die aufgrund der steigenden Zinsen immer teurer werden. Und warum steigen die Zinsen? Nun ja, weil die Inflation viel hartnäckiger ist und immer weiter steigt, offenkundig, jetzt wie Daten aus Frankreich und Spanien zeigen. Also das ist derzeit die Krux, deswegen kann man sagen, Cash is King insofern, als man zum Beispiel auch das Parken von Geld in Geldmarktfonds als Cash halten bezeichnet, praktisch risikofrei für einen bestimmten Zinssatz eben hier Geld zu parken, statt eben in den Anleihen, in den Aktienmarkt sich hier zu investieren mit den bekannten Risiken. Aber schauen wir uns mal an, warum Cash King ist. Jerome Blockland bringt es hier auf den Punkt. Die Inflation ist hoch und steigt teilweise sogar weiter. Heute die Daten aus Spanien und Frankreich, dazu gleich mehr. Also müssen die Notenbanken hawkisch bleiben, die Zinsen weiter anheben. Das wiederum führt dazu, dass die Renditen an den Anleihemärkten steigen. Mithin wird Geld also immer teurer. Hier sehen wir jetzt die zweijährige deutsche Staatsanleihe senkrecht nach oben. Das gilt genauso für die zweijährige amerikanische, kanadische, australische und britische Anleihe. Tina has left, bond yields shine and cash is king, sagt deswegen Jerome Blockland. Und dass die Zeit des ultralaxen Geldes vorbei ist, dass die Kreditvergabestandards deutlich rigider werden, sehen wir hier etwa in den USA. Hier ist das deutlich rigider geworden. Versuchen Sie mal jetzt einen Immobilienkredit zu bekommen, ohne praktisch Eigenkapital hier bieten zu können. No chance, die Zeiten sind vorbei. Inzwischen müssen Sie da schon mal locker 40% der Kaufsumme an Kapital, an Eigenkapital vorhalten. Also das zeigt, dass die Liquidität geringer wird, immer weniger kommen an Liquidität. Und hier sehen wir nochmal diese französischen Inflationsdaten, die harmonisiert auf 7,2% gestiegen sind. Es ist ein neuer Rekord. Und das, obwohl die Energiepreise gefallen sind, vermutlich ist die Kerninflation weiter gestiegen, schreibt daher Jörg Krämer. Und vor allem deutlich höhere Inflation als erwartet in Spanien mit 1% zum Vormonat und 6,1% zum Vorjahresmonat. Da war eigentlich nur 0,7 und 5,7% erwartet. Und dementsprechend Anleiherenditen europaweit, geradezu weltweit nach oben. Und da hat sich sogar Lane, der Chefökonom der EZB, dazu äußern müssen und hat gesagt, ja, also die Zinsen werden auf einem Hochplateau für eine Reihe von Quartalen bleiben. Mit anderen Worten, also die Zinsen werden jetzt erst nochmal weiter steigen und dann aber auch auf hohem Niveau verbleiben für einige Quartale. Also die EZB wird die Zinsen nicht senken. Lane hat dann auch noch gesagt, ja, wir sehen ja, dass die Inflation schon zurückkommt, dass unsere Zinsanhebungen wirksam sind. Aus den Daten ist das nicht so wirklich erkennbar, Herr Lane, aber das war jemand, der die Inflation auch überhaupt nicht hat kommen sehen. Jedenfalls sehen wir, dass die Geldmärkte jetzt einpreisen, dass der Zinsgipfel in der Eurozone bei 4% liegen wird. Das erste Mal, dass das jetzt passiert, also diese Erwartung, wo der Zinsgipfel ist, der steigt nicht nur in den USA kontinuierlich, sondern auch in der Eurozone und das mit guten Gründen, denn wo ist in den USA die Inflation besonders hoch? Im Service-Sektor, im Dienstleistungssektor. Und jetzt wissen wir, dass Verdi und andere zum Beispiel ja verhandeln über höhere Löhne, dass hier Lohnabschlüsse wohl auf uns zukommen, die sich gewaschen haben. In den USA also schon länger ein Problem und hier sehen wir, dass etwa Europa ein halbes Jahr um und bei nachhängt, was diese Service-Inflation betrifft. Dementsprechend dürfte auch eben dieser Sektor maßgeblich dazu beitragen, dass die Inflation in der Eurozone nicht nach unten geht. Und dadurch ist eben auch jetzt der Kreditimpuls immer schwächer, weil eben die Banken immer rigider werden bei der Kreditvergabe, weil Geld immer teurer wird, nimmt der Kreditimpuls ab. Und dementsprechend muss man eben die Zinsen oder werden die Zinsen nicht so schnell sinken können aufgrund des Inflationsdrucks. Also das ist irgendwie ein Teufelskreis, den wir hier sehen und ich hatte es schon angesprochen.
Zehnjährige Anleiherendite Deutschlands heute mit 6,68%, das höchste Level seit 2011 und ein neues Verlaufshoch. Und das, obwohl uns Madame Lagarde klassischerweise erzählt hat, dass die Inflation im Jahr 2022 fallen wird. Die EZB mit fast 5000 Mitarbeitern mit der schlechtesten Prognostik, die sie auf dieser Welt finden. Und gucken wir uns mal an, wie sich eigentlich in den USA zum Beispiel diese Inflation zusammensetzt. Dann haben sie einerseits Supply, also Angebot, sie haben auf der anderen Seite Demand, also Nachfrage. Und dann Dinge, die mit beiden, sowohl mit Angebot als auch mit Nachfrage zu tun hat. Jedenfalls die Nachfragekomponente, wie Mike Zaccardi hier zeigt, die wird immer wichtiger, die nimmt einen immer größeren Anteil an dieser Nachfrage oder an dieser Inflation ein. Also das ist sicherlich ein Trend, den wir hier beobachten können. Deswegen achtet die Fed vor allem auf den Dienstleistungssektor jenseits des Immobiliensektors, das sogenannte Non-House Core Service Inflation. Und das Ganze noch in der Kernrate. Wenn wir jetzt mal den Immobiliensektor Shelter, der ja sehr wichtig ist bei der Berechnung der Inflation, mit einbeziehen, dann hat die Boston Fed hier ermittelt, dass die Market Apartment Rents zwar fallen, also die Mieten fallen wohl, aber das wird sich noch sehr lange hinziehen, bis wir das in den Daten sehen werden. Also das wird dort dauern, bis dann in den offiziellen Inflationsdaten wirklich hier diese nicht mehr wirklich so stark steigenden, wenn nicht gar fallenden Mieten in den USA sich ausdrücken. Wie wird das Ganze jetzt auf die Märkte strahlen? Wir haben gesagt, Liquidität wird geringer, Notenbanken erheben die Zinsen, machen Geld teurer, reduzieren die Bilanz, zoomen, gleichzeitig steigen die Anleiherenditen, die Märkte müssen sich verabschieden von der Vorstellung, dass die Zinsen bald wieder sinken, weil die Inflation hartnäckiger ist. Jetzt sagt JP Morgan, okay, das könnte jetzt gerade für solche Trendfolger wie Quants, müssen dann, wie auch die sogenannten CTAs, also Vermögensverwalter, müssen, wenn es nach unten geht, verkaufen. Das ist sehr, sehr prozyklisch bei vielen Investoren. Geht es nach oben, müssen sie kaufen, geht es nach unten, müssen sie verkaufen. Und jetzt sagt die Bank of America heute, naja, die Zinsen könnten auf 6% steigen. Ähnlich hatte sich schon Jamie Dimon von JP Morgan geäußert und sind jetzt alle an der Seitenlinie und warten auf den günstigen Einstieg. Kann man nicht so sagen, ja, richtig ist die Equity Allocation, also die Exposure, die institutionelle Investoren in Aktien haben, ist ein bisschen zurückgegangen, ist aber nach wie vor weit über 60% und liegt damit über dem Durchschnitt von 56% der letzten Jahrzehnte. Und das Ganze jetzt in einer Situation, wo Geld teurer wird, Renditen steigen, Cash King ist im Sinne von, wer Cash hat, ist gut und fein dabei, wer nicht, der hat ein Riesenthema, der muss teure Kredite versuchen zu bekommen, die er im Zweifel nicht kriegt von den Banken, während andererseits eben dann viele noch in diesen Aktienpositionen sind. Und die Frage ist, was ist jetzt hier die bessere Alternative? Cash, mithin also die Investitionen auch in Anleihemärkte oder eben in Aktien. Und wenn wir uns die Aktien mal anschauen, dann sehen wir hier Morgan Stanley Research, die sagen, der Spread, die Differenz zwischen dem, was die Märkte noch annehmen und dem sogenannten Leading Earnings Indicator, also ein Frühindikator für Unternehmensgewinne, der ist so groß wie zuletzt in der Finanzkrise. Das heißt, wir haben wahrscheinlich eine sehr verschiedene Ansicht zwischen Dingen, die offenkundig kommen werden und dem, was derzeit am Markt eingepreist wird. So sieht man auch hier das sogenannte Earnings Model im freien Fall. Mithin sind also Aktien nicht gerade billig. Und deswegen sagt Morgan Stanley eben auch, der Markt ist broadly expensive, falling earning forecasts. All das sozusagen ist tendenziell auf dem Weg nach unten und wir haben jetzt 94% des S&P oder der Unternehmen im S&P 500 haben berichtet, also fast alle kann man sagen. Durchschnittlich jetzt ein Earnings Decline, also ein Rückgang der Earnings von 4,8%. Das ist nicht gerade wirklich toll. Was spricht für hohe Aktienmärkte? Das sind vor allem die Buybacks. Wir sehen, dass das ein maßgeblicher Faktor war, wie die Bank of America ermittelt hat, auch jetzt bei dieser Rallye. Rechts sehen wir mal die Weekly Announced Buybacks, die sind sehr, sehr hoch. Das könnte allerdings dann auch für die Unternehmen irgendwann ein Problem werden, wenn man zu hohen Kursen letztendlich seine Aktien zurückkauft und irgendwann vielleicht die Aktienmärkte nicht mehr so hoch stehen. Und saisonal sind wir auch relativ günstig im März und April. Wenn wir jetzt mal den 12% Abverkauf im März 2020, Corona-Crash, mal ausschließen, sehen wir, dass
Selbst wenn wir ihn nicht ausschließen, sehen wir, dass das relativ positive Monate sind. Aber wir kommen jetzt aus einer Situation, wo wir sehr, sehr teuer sind an der Wall Street. Für den DAX gilt das nicht unbedingt so. Da sind wir auch nicht mehr so günstig. Aber wir sind an der Wall Street nach wie vor viel zu teuer. Jetzt haben wir tendenziell positive saisonale Faktoren. Die zweite Februarhälfte ist normalerweise relativ negativ. Und wir haben auf der anderen Seite eine FOMO-Crowd, die aus den letzten Jahren und Jahrzehnten gewohnt ist. Wow, massig Liquidität, Klingeling, Pavlovscher Hund, der sofort reagiert und Speichel entwickelt. Und jetzt hat Paul eben diesen gigantischen Fehler gemacht, von Disinflation zu sprechen und damit den Märkten und den Privatinvestoren vor allem zu signalisieren, ja, die Zeit des Easy Money, des leichten Geldes ist wieder da, du kannst jeden Short kaufen, er steigt ja sowieso. Und das könnte jetzt diese gefährliche Mischung ausmachen, dass die Marktteilnehmer wieder durch Paul so konditioniert sind, als hätten wir alte Zeiten, wir aber in einem völlig anderen, fundamental anderen Umfeld sind, und diese Differenz, die ist riesig. Also stellt sich die Frage, neuer Bullenmarkt oder Bullenfalle? Sie denken sich vielleicht oder können sich vielleicht denken, meine Damen und Herren, dass ich eher zur zweiten Fraktion neige, schlichtweg, wenn man eins und eins zusammenzählt. Das hat jetzt nichts mit einer grundsätzlich bärischen Einstellung zu tun. Die wird sich bei mir auflösen, wenn die Notenbanken Panik kriegen und wieder Liquidität ins System schütten, sondern die hat damit zu tun, dass ich eins und eins zusammenzähle, eben Liquidität als zentralen Faktor für die Märkte erkenne. Und dann ist jetzt eben auch die Frage, was passiert mit der Konjunktur? Und hier sagt dann Jim Cramer, der Markt versucht, den Fakt neu zu bepreisen, dass die Fed noch nicht fertig ist. Und dann sagt er weiter, viele denken, dass die invertierte Zinskurve sich niemals irrt. Und ich glaube, dass sie sich sehr irrt, dass also die invertierte Zinskurve nicht darauf hindeutet, dass wir vor einer Rezession auch in den USA stehen. Wenn Jim Cramer das sagt, meine Damen und Herren, dann wissen Sie, was kommt. Hier sehen wir heute Daten zum Immobilienmarkt, Case-Shiller Hauspreisindex, 6 Monate in Folge jetzt rückläufig. Die Fed hat sich ja praktisch aus diesem Markt zurückgezogen, kauft keine Mortgage-Backed Securities mehr, also keine hypothekenbesicherten Anleihen mehr. Und wir sehen diesen Abwärtsdruck. Wir haben heute Verbrauchervertrauen extrem schwach, was die Erwartungen betrifft. Jetzt sagt das Conference Board, dass diese Daten ermittelt. Das ist fast ein ziemlich garantiertes Zeichen, dass eine Rezession kommt. Warum? Wenn die Erwartungen so schwach sind, ist das eine self-fulfilling prophecy. Wer Schlechtes erwartet, hält jetzt sein Geld zusammen, tritt also nicht wirklich aktiv in den Konsum. Damit, wenn das viele tun, wird sich die Wirtschaft eben abschwächen. Und da hat eben auch die Bank of America gesagt, das ist wahrscheinlich die einzige Chance, um die Inflation nach unten zu kriegen, ist die Nachfrage, wie ich vorhin schon in dieser Grafik gezeigt hatte, wirklich nach unten zu bringen. Und Inflation nach unten zu bringen, das wird auch in Deutschland schwer. Wir werden ja jetzt bald rühmlicherweise die letzten 3 Atomkraftwerke abschalten. Dadurch wird sicherlich die Geschichte in Sachen Inflation nicht besser werden. Wir werden damit immer abhängiger von fossilen Energieträgern, von Gas vor allem und auch von Kohle und von der wundersamen Tatsache, dass dann immer die Sonne scheint und der Wind weht. Ja, das müssen wir hoffen, zumal unsere gesamte Energieversorgung ja letztendlich jetzt auf Flüssiggas umgestellt wurde oder in weiten Teilen. Jetzt aber ist die große Frage, welche Nachfrage wird China erzeugen? In Sachen Flüssiggas, in Sachen Pakistan konnten wir die Pakistanis in Deutschland hier locker ausstechen. Die Schiffe sind einfach umgedreht, haben das Flüssiggas nicht nach Pakistan, sondern nach Deutschland geliefert. Aber in Sachen China wird das für einen Anbieter von Flüssiggas ein bisschen schwieriger, weil wenn er das mit China macht, dann sagen die, bei uns kriegst du keinen Fuß mehr in die Tür. Und das wird er sich dann überlegen, ob er wirklich nach Deutschland fährt oder nach China. Doch fährt, wenn vielleicht Deutschland noch ein bisschen mehr zahlt, aber nicht viel mehr. Also das wird dann die entscheidende Frage für Energiesicherheit. Chinas Gasnachfrage ist vielleicht für Europa prekärer. So hatten wir heute einen Artikel auf Finanzmarkt Welt als der russische Lieferstopp. Und abschließend 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Wir sehen, dass der DAX gestiegen ist in einer Zeit, nämlich ab Herbst, als die Anleiherenditen gefallen waren. Jetzt sehen wir, dass die Anleiherenditen weiter steigen, der DAX aber auch glaubt weiter zu steigen. Wer hat Unrecht? Erste Empfehlung in diesem Artikel, DAX versus Anleiherenditen, die Abweichung von der Norm. Und 2. Empfehlung, Bullen und Bären ringen beim S&P 500 um die entscheidende Marke. Was da jetzt wirklich auf dem Spiel steht, das sehen Sie in diesem Artikel. Also 2 Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao, meine Damen und Herren.